In der Gruppe B gleich das Gipfeltreffen zwischen Italien und Chile zum Auftakt in Bordeaux. Der reaktivierte Roberto Baggio mit dem ersten Impuls. Der 25-jährige Christian Vieri mit seinem vierten WM-Treffer. Ein Italiener, der pikanterweise das Fußball-ABC in Australien erlernte. Die Südamerikaner kamen aber noch vor der Pause zurück über Zamorano und Marcelo Salas. Der 23-jährige Salas profilierte sich als Alleinunterhalter. In Halbzeit 2 demonstrierte Salas seine Ehrkapazität und Chiles verdiente Führung. Salas vor dem Absprung zu Lazio Rom. Fluch oder Segen, Roberto Baggio zum Schluss im Fokus. Viel Dusel für Cesare Maldinis Team. Fuentes wird angeschossen und der Schiedsrichter meint Elfmeter. Der tragische Versager vom 94er-Finale im Elfer-Krimi gegen Brasilien tritt wieder an, schnappt sich den Ball, riskiert wieder eine mediale Hetzjagd auf ihn. Solche Fehlleistungen verzeiht man in Italien nicht. Nur Del Pieros Verletzung brachte Roberto Baggio wieder ins Team. Vom Trauma erlöst Italien mit Chile im Achtelfinale.